Und nochmal Ecken. Okay. Da. Und wo ist das andere jetzt hin? Da. Code Hack beendet. Nice. Das Testsubjekt wurde geborgen, aber der so. Da. So. Das ist auch geschafft, 900 Credits dazu. Und kurz gehustet. Wo muss ich denn hin? Nein, 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 nein. Muss ich hier? Oder bin ich daher gekommen? Weiß ich nicht, ach egal. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht genau. So. ETF, wo ist das los hier? Boah, Alter! Rennt doch nicht in mein Gesicht rein! Hä? Okay, das ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen bitter. Muss ich hier lang? Ich glaube schon. Los, hier entlang! Wir sind fast beim. Bam! Aber sie waren doch. Terminator 2.0. Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Ich hatte immer das Gefühl, Wilson würde nur auf eine Gelegenheit warten, mir in den Rücken zu schießen. Gute Instinkte. Manche Leute sind einfach zu vertrauensselig und merken es erst, wenn es zu spät ist. Kommen Sie, schnappen wir uns das Shuttle und dann nichts wie weg von hier. Tja. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch... Na, guck ich mal nach, ne? Was für das Projekt? Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Position während des Angriffs. Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Das war ein guter Witz, ja. Das war ein guter Witz. Das war ein guter Witz, ne? Gut gemacht, Miren, ne? Boah. Weitere Überlebende. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Ja, es könnte Überlebenden geben, aber sie hat ja gesagt, wenn keiner da ist, dann ist auch keiner da. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich komme ja mit, aber was? Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Danke, Inver. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Tja, zum Glück bin ich eine Katze. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Ja. Sie haben sich zum Militär verpflichtet. Und für den Kampf gegen Batarianer beim Skillianischen Angriff einen Orden erhalten. Erinnern Sie sich daran?
Ich wäre um keinen Preis vor diesen verdammten Sklavenhändlern davongelaufen. Wie auch immer, es war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Freunde von mir waren auch dort. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Ja. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben sie ihn zurückgelassen? Eine schwere Entscheidung. Das oder der Tod ist mein... Das oder der Tod ist geiler. Das Kommando zu haben heißt manchmal, Befehle in dem Wissen zu erteilen, dass eigene Leute dabei sterben werden. Das darf aber keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Mhm. Ich verstehe, Kommando. Das stimmt. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Hm. Schluss mit dem Kuss. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Okay. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Ja. Und was ich neu erwähnen sollte. Mass Effect 1 kann ich leider nicht machen. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Weil das ist nicht Windows 7 kompatibel. Ich sag's nur so, scheiß Programmierung einfach, scheiß Idioten. Ist doch egal. Naja, auf jeden Fall Mass Effect 1 kann ich leider nicht machen. Werde ich vielleicht noch nachholen, wenn ich für die Konsole irgendwann mal bekomme. Aber Mass Effect 3 wird danach wohl auf jeden Fall kommen. Sag ich mal so. Das wird kommen. Panzerung. Kein Helm. So, ich nehme natürlich den geilen Helm. So, Material. Ich möchte glänzen. Ja. Schwarz. Und blau. Ja, blau ist nur ein Muster. Das ist ein geiles Muster, muss ich sagen. Mach ich da. Auch blau, nur mache ich hier die Farbe auf. Mach ich mal einfach rot beides. Wo ist rot? Ah, da ist rot. Gut, anwenden. Das heißt jetzt nicht, dass ich abtrünnig mache, dass ich jetzt alles rot habe. Ne? Das sieht nur geil aus, wie ich finde. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Sie kennen mich nicht. Ich brauche Antworten. Was wissen wir? Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Nicht schlecht. Mir sind ein paar Upgrades aufgefallen. Hoffentlich haben Sie nichts wirklich Wichtiges ersetzt. Wir haben versucht, Sie so weit wie möglich unverändert zu lassen. Ich brauche Sie, Shepard. So wie Sie beim Sieg gegen die Sovereign waren. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg.
Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Okay. Wo fangen wir an? Wenn Sie hinter den Reapern her sind, zeigen Sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass Sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es gibt immer das erste Mal. Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden Sie briefen. Ich finde die Beweise. Ich finde die Beweise. Keine Sorge. Freut mich, das zu hören. Finden Sie so viele Hinweise. Keine Sorge. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Okay. Ja, voll, ja. Okay, Gruppe. Ich werde mal, denke ich mal, auf das hier gehen. Ja, Rang erwärmen, genau. So, dass ich ein bisschen Disruptor-Munition, dass sie verbessert wird, ne? Dauer hält an, bis sie von einer anderen Munitionskraft ersetzt wird. Genau. Schaden an Schilden und synthetischen Feinden. 30% mehr. Deshaftschadens. Dauer der Überlastung bei synthetischen Feinden. Okay. Okay, mache ich dann mal. Okay. Gelehrter. Okay. Gelehrter 2. Erfahrung erhalten. Nice. Aber die werde ich jetzt nicht fragen. Ich werde einfach durchrushen, weil... Aber jetzt nicht hier durch das komplette Spiel, aber die ersten paar Konversationen sind nicht interessant, wie ich finde. Und hier sieht man nochmal, was ich alles erreicht habe in diesem Bericht. Hier, weiß schon. Gerät. Ja, in dieser Mission, genau. Okay, dann werde ich wohl mal beenden, ne? Aber jetzt nicht das Spiel, sondern so geil. Oh, die Ladebildschirme sind auch geil. Guckt euch das an. Für jeden Scheiß haben die Ladebildschirme. Auch für die Fahrschule, aber die sind schon nice gemacht. Kann man nicht anders sagen. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Tun Sie, was nötig ist. Wir werden herausfinden, wer das getan hat und ihn dann zur Strecke bringen. Nichts wird uns davon abhalten. Ist das klar? Nein, das ist nicht klar. Nur nicht. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Boah, Genen ist so scheiße, ne? Also ich werde noch eine Waffe ausrüsten, ne? ETF. Da. Welche habe ich denn? Ah, Sniper. Okay. Wenn ich mal die auswählen. Oh, die ist schon nice. Ja, doch, die ist nice. Okay. Das ist die Sniper. Okay. Das wird gar nicht angezeigt. Okay. Als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. War ja auch vor eigentlich, ne? Ja, oder weniger. Wahrscheinlich mehr als weniger, ne? So. Wo ist er denn? Seltsam. Keine Leiche.
keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. So. Haben Sie das gehört? Klingt nach Fenris Max. Headshot. Systeme deaktiviert. Erschießen Sie sie, bevor sie ihre Schilde ausschalten. Ah, upsala. Das war's für dich. Ma. So muss es sein. Nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Ah. Sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Ups, Alter. Ja. Dann werde ich wieder hacken hier erstmal. Ich kann das halt schon ein bisschen, ich habe das auch schon mal durchgezockt. Wie ich schon gesagt habe, sind also mehr als die Hälfte meiner Mitglieder gestorben. War nicht schön. Doch war schon lustig, aber jetzt nicht gerade. Sie haben uns gesehen. Jetzt kommt's.